Liebe Brüder und Schwestern, Herodes, ja ganz Jerusalem erschrickt, als die Sterndeuter fragen, wo ist der neu geborene König der Juden? Herr Jesus ist der wahre König. Aber ebenso wie Herodes erschrickt vor dieser Nachricht, erschrecken alle Gottlosen, alle, die sich nicht um die Gebote, um das Wort Gottes kümmern, die ihre eigenen Wege gehen, ihre eigenen Machtinteressen zu verwirklichen suchen. Hätte Herodes an dieses Kind geglaubt, hätte er dem Wort Gottes in seinem Leben Gehör geschenkt, er hätte sicher herrschen können. Dann hätte er erkannt, dass dieser neugeborene König und sein Reich nicht von dieser Welt ist, dass er der König des Geistes, der Liebe und des Friedens ist, dass er nicht dazu gekommen ist, um die irdischen Herrscher zu entmachten, sondern um sein Reich der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens, ja zuerst in den Herzen der Menschen aufzurichten. Aber Herodes hat sein Herz verschlossen vor Gott, vor seinem Gesalbten. Heimtückisch versucht er, seine Pläne zu verwirklichen, ja seine Macht zu sichern. Und so belügt er die Sterndeuter, indem er sagt, ja, damit auch ich hingehe und ihm huldige. In Wahrheit hatte er schon den Plan, dieses Kind zu töten, ja, diesen Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Aber Gott, der Herr, er verwirklicht seine Pläne. Trotz aller Bosheit, trotz aller Sündhaftigkeit des Menschen verwirklichen sich die Heilspläne Gottes. Und Jesus, er entrinnt diesen Mordplänen des Herodes und er verkündet uns die frohe Botschaft, das Evangelium, denn er ist gekommen, um den Armen eine gute Nachricht zu bringen. Er ist wirklich der Messias, der Gesalbte des Herrn, erfüllt von der Kraft, vom Geist Gottes. Ja, er möchte für uns Licht sein. So hat Jesus seine Kirche gegründet, auf den Grundsteinen der 12 Apostel. Und dieses geistige Bauwerk, es wächst, es breitet sich aus bis zum heutigen Tag. Dieses Reich Gottes, es gelangt überall hin, ja bis an die Grenzen der Erde. Das Zweite Vatikanum spricht in einer Konstitution über die Kirche, von diesem Licht, ja, das durch die Kirche aufleuchtet in der Welt. Lumen Gentium, das Licht der Völker. Ja, dieses Licht Christi, es erstrahlt auf dem Antlitz der Kirche. Ja, es erstrahlt auf dem Antlitz jedes Getauften, eines jeden von uns. Jesus möchte uns mit seinem Licht erfüllen. Er möchte alle Dunkelheit in uns überwinden, alle Finsternis der Sünde, allen Todesschatten, alle Gottlosigkeit. Er möchte unser Leben hell machen. Und die 3 Weisen, sie folgten diesem leuchtenden Stern. Und ich denke, dieser Stern von Bethlehem ist auch ein Bild für die Kirche, ja für Maria, diesem leuchtenden Stern am Nachthimmel. Sie ist ja, wie wir sie anrufen, der Stern des Meeres, Stern unseres Lebens, unserer Hoffnung. Ja, Maria strahlt gemeinsam mit der ganzen Kirche am nächtlichen Himmel dieser Welt sozusagen. Und alle Heiligen sind ja wie leuchtende Sterne am Nachthimmel. Auch wir dürfen und sollen Sterne sein, schon hier und jetzt in diesem Leben soll auch unser Licht leuchten, sollen auch wir leuchten für unsere Brüder und Schwestern. Aber Maria, sie ist frei von jedem Makel der Erbsünde, von jeder Schuld, und so ist sie ein besonders heller und leuchtender Stern. Sie strahlt heller und leuchtender als alle anderen Sterne, als alle anderen Heiligen und Seligen. Sie leuchtet inmitten der Kirche, so wie dieser Stern von Bethlehem. Er leuchtet für uns, für alle suchenden Menschen. Und dieser Stern, er möchte die Menschen zu Jesus hinführen. Auch Maria möchte gemeinsam mit der ganzen Kirche, mit allen Getauften, alle Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, die ihn noch nicht erkannt haben, die ihn noch nicht gefunden haben, hinführen zum Sohn Gottes, zum Retter und Erlöser der Welt. Ja, Maria, sie bittet für uns. Sie ist ja nicht nur die Mutter der Kirche, sondern sie ist die Mutter aller Menschen. Denn Gott ist gekommen, um alle Menschen zum Heil zu führen. Er möchte, dass alle das Leben haben in seinem Sohn Jesus. Der Vater ist der Vater aller Menschen. Wir haben alle einen Vater im Himmel. Und er möchte alle retten, allen seinen Frieden, seine Barmherzigkeit offenbaren in der Menschwerdung seines Sohnes. Ja, und wenn Maria der Stern ist, dann ist Jesus wahrhaftig die Sonne. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit, wie wir auch in einem Lied singen. Er ist die wahre, die ewige Sonne, die alles erleuchten möchte mit seinem Licht. Er möchte für uns Licht sein, er möchte auch die dunkelste Nacht erhellen. Und im Evangelium, in seinem Leiden und Sterben für uns, ja in der Menschwerdung Jesu, hat dieser neue Tag schon begonnen. Ist dieser neue Tag, dieser neue Morgen schon angebrochen? Ist die Sonne für uns schon aufgegangen? Dieses wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Jesus möchte alle Menschen mit seinem Licht erfüllen. Er möchte besonders den Leidenden, den Kranken, den Traurigen und Hoffnungslosen, den Verfolgten, den Unterdrückten sein Licht schenken, ja, sie erleuchten mit den Strahlen seiner Sonne. Und so erfüllen sich die Worte aus der Prophetie, aus dem Buch des Propheten Jesaja. Werde Licht Jerusalem, denn es kommt dein Licht, ja, dieser herrliche Glanz Gottes, er ist schon aufgeleuchtet, aufgegangen über uns. Wir selber sind ja zusammen mit Maria, die wir auch als Tochter Sion, Tochter Jerusalems bezeichnen, wir sind dieses neue Jerusalem. An uns haben sich diese prophetischen Verheißungen aus dem Buch Jesaja erfüllt. Gemeinsam mit der ganzen Kirche leuchtet uns das Licht Christi. Seine Herrlichkeit, sie ist aufgegangen über uns, über unserem Leben. Sie möchte hineinstrahlen in die ganze Welt und alle Völker und Nationen zum Heil, ja zur Quelle des Heils rufen, alles mit seinem Licht erfüllen, mit dem Licht der Wahrheit, der Gerechtigkeit und des Friedens, den wir gerade heute nötiger haben denn je. So sind wir heute eingeladen, dass wir uns auf geistige Weise mit den heiligen drei Königen verbinden, dass wir mit ihnen zur Krippe kommen, zu Jesus, dem Herrn, gerade jetzt in diesem Gottesdienst, wo er sich uns schenkt im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Bringen wir das Gold unseres Glaubens, unseres Vertrauens ihm dar, den Weihrauch unserer Anbetung, unserer Gottesverehrung, unseres ehrlichen, guten Willens. Und bringen wir ihm auch die Myrrhe unserer Leiden, unserer Schmerzen, unserer Trauer vielleicht, unserer Ohnmacht, auch unserer Schuld. All das, was in unserem Leben gebrochen ist, wo wir spüren, da ist Sünde, da sind Mängel, da ist Defizit. Bringen wir ihm auch unsere Enttäuschungen, unseren Schmerz, unsere Trauer. Aber vor allem bringen wir ihm unser Herz, unsere Liebe, unsere Hingabe. Dann wird der Herr all das annehmen und uns hundertfach belohnen und uns teilhaben lassen an seiner Herrlichkeit, an seinem ewigen, göttlichen Leben beim Vater. Amen.